Hey Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wusstet ihr eigentlich, wie teuer Sport sein kann? Okay, manch einer von euch macht bestimmt gern Sport, zum Beispiel Fußball, Karate, Reiten oder irgendwas anderes. Gerade Vereinssport kann ja durchaus schon in die Kasse gehen, gerade bei Sportvereinen, die privat sind. Aber ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, wie Sport noch sehr teuer werden kann. Und zwar für TV-Sender. Hier das beste Beispiel dafür. Die ARD hat zwischen 2013 und 2016 durchschnittlich 250 Millionen Euro pro Jahr für Sportrechte ausgegeben. Die aus dem Rundfunkbeitrag entnommene Gesamtsumme für die Sportberichterstattung im ersten, in den dritten Programmen und in den Digitalkanälen lag 2014 und 2015 bei je 366 Millionen Euro, wie aus Zahlen hervorgeht, die die ARD im Interview veröffentlicht hat. Damit setzt der Senderverband knapp 7% seiner Beitragseinnahmen für das Thema Sport ein. Das ZDF hatte die Gesamtkosten für den Sport kürzlich mit etwa 243 Millionen Euro pro Jahr ausgegeben. Erstmals nennt die ARD auch pauschale Zahlen zu den umstrittenen Honoraren für Sportexperten. Für die 8 Experten, die in der Saison 2015-2016 für Sportsendungen im ersten eingesetzt wurden, insgesamt 1,2 Millionen Euro ausgegeben. 2016 betrug der Anteil der Sportberichterstattung am Gesamtprogramm des ersten 9%. Das Zuschauerinteresse für Sport sei jedoch mehr als doppelt so hoch gewesen. Auch die Kosten für andere Programmsparten werden genannt. Eine Folge der Krimireihen Tatort und Polizeiruf 110 kostet demnach durchschnittlich 1,4 Millionen Euro, ebenso viel wie ein Fernsehfilm für den Sendeplatz am Mittwochabend. Für Serien am Hauptabend werden gut 500.000 Euro pro Folge fällig. Vorabendserien kosten knapp 400.000 Euro. Die Tagesschau wird mit 27.000 Euro pro Ausgabe veranschlagt. Die Tagesthemen mit knapp 55.000 Euro. 30-Minuten-Magazine wie Plus Minus kosten gut 60.000 Euro. Ja, das sind mal Zahlen von Summen, die ihr bestimmt nicht an so einem Portemonnaie dabei habt. Aber ich muss zugeben, bei mir sieht es auch nicht besser aus.